プルプルプルプルプル。こちらはクソレストラン。てめえ、一体何者だ。俺か。俺はミスター・プリンス。うわあ！捕らえました。この妙な男をどうしましょう。サンジさん、そんな。そこはどこだ。場所を言え。レインディナーズというカジノの正面ゲートです。サンジガシャこりゃいい。行くぞ。店の正面ゲートだ。もう少しだけ我慢してて、必ず助けを呼んでくるから。私は絶対にみんなを見捨てたりしない。全部作戦通り。サンジさん、場所を教えてくれるかい。プリンセス、野郎どこへ来やがった。ミスタープリンス、必ず見つけてぶち殺してやるぜ。よし、待ったか。プリンス！バカやってねえでさっさと鍵を探せ。よかった。ナミスワーン、ほれた。はいはい、ほれたからさっさとここを開けて。Oh Mann, viel zu viel passiert und viel zu wenig Gelegenheit, das Ganze zu erklären. Ups, das wollte ich nicht. Aber egal, wird schon treffen. Hoffe ich mal. Oder auch nicht. Au. Ja, eigentlich wollte ich jetzt gerne noch ein paar Sachen über Chopper und seine Vergangenheit mit Dr. Bader erklären, aber das Spiel gibt mir ja die Gelegenheit leider nicht. Dann habe ich zwischendurch in der Sequenz gesehen, ja, man könnte auch ein bisschen was über Bon Curry erklären und so, was da passiert ist. Und man könnte eigentlich allgemein ein bisschen was mehr erklären, aber das Spiel wird mir jetzt die Gelegenheit echt nicht geben. Weil das hier ist wirklich nur ein einzelner Kampf und wenn der erledigt ist, ja, dann ist es schon wieder vorbei. Ja, das Ganze geht auf Zeit, ich sehe schon, okay. Stört mich nicht. Komm her. Ach, komm schon, Mann. Ja. Ich versuch's dann in dem nächsten Abschnitt mit Ruffy oder so zu erklären. Da habe ich dann wahrscheinlich wieder viel Zeit. Müsste ich glauben, jedenfalls. Wow, das tut weh. Ja, und jetzt konzentriere ich mich einfach mal nur drauf, das jetzt zu beenden. Hat auch gut geklappt. Gut, dann kommt nämlich jetzt schon wieder eine Zwischensequenz. Also kann ich sowieso nichts erklären. Ja, schon gut, ich hab doch schon aufgehört, dich zu treten. Ano Zako Domo, Mou Yurusan. Sokkoku Kono Te De Minagoroshi Ni Shite Yaru.能力者ってのは厄介なリスク背負ってんな。クロコダイルはどこだ。Gut, ich glaube, das gibt mir jetzt die Gelegenheit, wirklich mal ein bisschen was zu erklären. Fangen wir erstmal mit Chopper an. Also Chopper ist ja, wie gesagt, eigentlich ein Rentier und er war schon immer ein Außenseiter, dank seiner blauen Nase.
Allerdings, nachdem er dann seine Teufelskräfte erhalten hat, war er für die anderen Rentiere praktisch gestorben und musste sich allein durchschlagen. Dann hat er es bei den Menschen versucht, dort war er auch nicht sehr willkommen und wurde schwer verletzt von denen, weil sie ihn für ein Monster hielten, was er ja prinzipiell auch ist. Und dann ist er auf den ersten Menschen gestoßen, der freundlich zu ihm war, nämlich Dr. Bader, ein Quacksalber, der eigentlich nicht mal wirklich ein Arzt ist und der dann Chopper wieder zusammengeflickt hat, so mehr oder weniger. Und ja, die beiden wurden dann Freunde und Dr. Bader hat ihm viel von seiner Vergangenheit erzählt, ja, und hat ihm die Geschichte erzählt von einem Mann, der todkrank war und die Meere bereist hat und kein Arzt der Welt konnte ihm helfen. Und als er dann die wunderbaren Kirschblüten gesehen hat irgendwo, wurde er dadurch geheilt und seine Krankheit war wie weggeblasen. Dr. Bader spricht an der Stelle von sich selbst, soweit ich das verstanden habe, nur, dass er das eben nicht sagt, zumindest nicht in der deutschen Fassung. Also er sagt nicht, ja, ich war der todkranke Mann und ich wurde durch den Anblick der Kirschblüten geheilt. Aber Dr. Bader versucht eben genau das mit seinem Königreich drum zu erreichen. Er möchte dieses kranke Land, in dem sich alle irgendwie gegenseitig hassen und der König ein Arschloch ist und so, möchte er heilen und er ist dann ewig am Forschen nach einer Möglichkeit, um die Kirschblüten in seinem Land blühen zu lassen. Und das haben wir dann am Ende in dieser Sequenz eben gesehen, auf Trum, als dann dieser Farbstoff in die Luft abgeschossen wurde von Dr. Klee. Das war also die letzte Errungenschaft von Dr. Bader. Er hat diesen Farbstoff fertiggestellt, der in der Luft verbreitet werden kann. Und Dr. Klee hat ihn dann eben an diesem Tag, als Wapol endlich besiegt wurde, in die Luft abgeschossen und hat dadurch den Schnee aussehen lassen wie einen riesigen Kirschbaum zusammen mit dem Berg eben. Und ja, aber typisch japanischer Kitsch eben. Nichts so ungewöhnliches. Ja, gut. So viel zu Doc Bader und Chopper. Das wäre dann erklärt. So, und dann haben wir jetzt zwischendurch schon wieder ganz andere Sachen gesehen. Weil wir sind ja immer noch, wir versuchen immer noch Prinzessin Vivi, die wir irgendwie unterwegs getroffen haben, zu helfen, ihr Königreich Alabaster zu retten. Und kämpfen gegen die böse Barockfirma. Und die hat natürlich auch ihre Spezialagenten, von denen die meisten Teufelskräfte haben, so wie Mr. Two oder Mr. Three oder weiß der Geier, wer noch alles. Und Mr. Two sind wir jetzt zufällig auf der Seefahrt begegnet, wussten aber nicht, mit wem wir das zu tun haben. Und Mr. Two wusste es auch nicht. Und zu Mr. Two will ich jetzt eigentlich gar nicht so übermäßig viel sagen, außer, als ich ihn das erste Mal sah und auch noch einige Zeit danach, fand ich ihn, war er einer der nervtötendsten, dümmsten, hässlichsten und abartigsten One-Piece-Charaktere überhaupt. Daran, dass er irgendwie hässlich ist, hat sich nicht viel geändert, aber das trifft auch viele Charaktere in der Serie zu, also was soll's. Aber so nervtötend, dumm und unnötig ist er eigentlich gar nicht, was sich auch am Ende wirklich dieser Saga hier vom Königreich Alabaster dann noch zeigt. Da macht sich nämlich dieser tolle Bon Curry tatsächlich noch nützlich, also Mr. Two alias Bon Curry, wird sich tatsächlich als der größte Verbündete zeigen, den Ruffy und seine Crew jemals hatten, und das obwohl er im Moment eigentlich ein Feind ist, ja, und das ist eigentlich ziemlich cool, und das Ganze passiert nicht nur einmal in der Serie, sondern es passiert tatsächlich später noch ein zweites Mal, diejenigen, die Serie weit genug kennen, wissen das. Die wissen auch genau, wovon ich spreche, in jeder Hinsicht. Und die es nicht wissen, die Serie nicht kennen, die sollen sich einfach mal überraschen lassen, weil der Charakter gibt tatsächlich mehr her, als es auf den ersten Blick scheint. Klar, er ist der die Obertunte und ist einfach nur irgendwie seltsam in jeder Hinsicht. Aber er ist gar nicht so ein übler Kerl. Ja, so viel dazu. Habe ich jetzt noch irgendwas nicht erklärt? Ja, worum ging es jetzt gerade eben? Wir sind im in Rainbase, glaube ich. Sind wir in Rainbase? Ja, ich denke, wir sind in Rainbase. Einer Stadt des Königreichs. Heißt das Königreich Alabaster oder Abana? Ich weiß nicht. Ich glaube, das Königreich heißt Alabaster und die Hauptstadt heißt Abana oder so. Ist auch egal. Wenn es umgekehrt ist, ist es meinetwegen umgekehrt. Ist mir relativ Latte. So, jedenfalls, in Rainbase soll Sir Crocodile, einer der 7 Samurai der Meere, seine Basis haben, und zwar im Rainbase Casino Dings oder wie auch immer das Ding heißt. Im Goldregen Casino, genau so hieß es. Und ja. Sir Crocodile ist ein übler Finger, der versucht nämlich dieses Königreich an sich zu reißen und hintergeht alle möglichen Leute. Und Prinzessin Vivi, die ursprünglich mal als blinder Passagier bei uns an Bord kommt, ist, nee, nicht mal als blinder Passagier, sondern als, ja, Passagier der Gnade, Ruffys oder so,
will eben ihr Land retten vor Sir Crocodile. Sie weiß von seinen dunklen Machenschaften und versucht ihn aufzuhalten. Und Ruffy und seine Leute haben beschlossen, ja, wir helfen dir, Vivi. Und deshalb wollten sie eben hier nach Rainbase, um Sir Crocodile aufzuhalten. Denn das ist der effektivste Weg, um die ganze Sache zu beenden, ne? Also, wenn Sir Crocodile im Eimer ist, dann kann er nicht mehr versuchen, irgendwie das Land an sich zu reißen und die Leute zu hintergehen und weiß der Geier was, Unheil zu bringen. Wir kämpfen uns jetzt also durch Richtung Sir Crocodile. Wie wir vorher gesehen haben, waren wir ihn sogar schon mal begegnet. Wir haben in der Zwischenzeit gesehen, in der Zwischensequenz. Und zwar hat er uns in so einem komischen Seesteinkäfig gefangen genommen. Seestein hat den gleichen Effekt auf Teufelsfruchtnutzer wie Wasser. Es nimmt ihnen einfach die Teufelskräfte und macht sie schwach und hilflos. Und ja, deshalb konnten wir nicht aus dem Käfig raus. Ansonsten wäre es ja kein Problem für Ruffy, sich mit seinen Gummikräften da irgendwie durchzuquetschen oder so irgendwas. Aber geht nicht. Ja, egal. Jedenfalls konnten wir dann Sanjis genialer Hilfe entkommen. Der ihm zu dem Zeitpunkt nicht bei der Gruppe war und deshalb nicht gefangen genommen wurde. Und ja, der hat sich eine schöne List ausgedacht, wie er Sir Crocodile aus dem Haus rauslocken kann. Und ist ja auch egal. Wir haben das Ganze gesehen. Und mit der Hilfe von Mr. Three, dem unglaublich talentierten Wachsmann, konnte Sanji dann auch den Käfig öffnen, denn Mr. Three konnte ja einen Schlüssel nachbauen mit seinen Wachskräften und war damit auch nützlich. Ach Gott, ja, so, habe ich jetzt irgendwas Wichtiges vergessen? Irgendwas? Das ist erstaunlich, wie viel Gegner wir hier haben und dass das nicht weniger wird und so. Und wir haben ein Zeitlimit, das heißt, ich müsste mich eigentlich beeilen, ich müsste eigentlich irgendwo ganz anders hin, ich müsste jetzt eigentlich schon zwei Gebiete weiter sein oder so. Hier muss ich noch gar nicht hin. Glaube ich jedenfalls. Für die 4 war es jetzt echt unnötig, ein Special einzusetzen. Aber egal, das ist ja schnell wieder aufgeladen. Ich bin viel zu schwach. Meine Angriffe machen viel zu wenig Schaden. Jetzt dauert ewig, bis ich mal hier ein paar Gegner tot habe. Also, auf leicht war das wirklich was ganz anderes. Da hat man die innerhalb von Sekunden hat man die tot gehabt. Also, eine ordentliche Salve Angriffe und die Gegner waren besiegt. Aber hier kann ich zigmal mit der Gum-Gum-Kalaschnikow auf so rumhämmern, einhämmern, was auch immer. Oder der Gum-Gum-Gatling, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und die leben immer noch. Oh, und da kommt welche mit Schild, das ist super. Dann kann ich jetzt mal, hoffentlich stehe ich richtig rum. Ja. Genau, ein bisschen aufräumen. Das ist natürlich effektiv, das Gewehr. Kannst du mal sterben, Marineanführer? Du gehst mir auf den Sack. Und noch mehr Typen mit Schilden. Treffe ich den hinter mir noch mit? Das war nämlich ein Bossgegner. Na, wahrscheinlich nicht. Egal, daneben kann ich gleich wieder mein Dings auffüllen. Genau, meine Special-Leiste. Das ist auch super. Ja, also was das mit dem Items auf sich hat, das habt ihr, glaube ich, schon gemerkt mittlerweile. Mit Fressalien können wir Lebensenergie auffüllen. Mit Getränken können wir unsere Special-Leiste auffüllen. Und ja, das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Ja, das ist klar, ne? Also, Fressalien sind gut für den Körper und Sauferei ist gut für den Geist. Ganz wie im richtigen Leben. Schön. Könntet ihr dann bitte mal alle sterben? Ich will nämlich hier nochmal weiterkommen. 12 Minuten noch. Ich müsste eigentlich schon im nächsten Gebiet sein. Vielleicht sollte ich einfach mal hingehen. Jetzt kommen auch noch Marinesoldaten mit Schilden. Könnt ihr nicht einfach mal alle sterben hier? Na toll. Ausgerechnet den Chef habe ich nicht mitgebracht. Okay. Au. Ja, die können tatsächlich kämpfen. Also diese Anführertypen, egal ob es Piraten sind oder Marinetypen, haben wenigstens ein bisschen was kampftechnisch drauf. Wobei die Marinetypen eigentlich viel besser sind. Die haben bessere Angriffe, sind schneller und so weiter und so fort. Das übliche eben. Die Marine ist den Piraten überlegen. Ja, warum auch immer. Gut, das hier sind ja eh alles nur Idioten, aber ja. Oh, ich habe kein Special bereit. Das ist seltsam. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte schon wieder eins aufgeladen, aber dann wohl nicht. Levelaufstieg. Das ist gut, vielleicht mache ich doch mal ein bisschen mehr Schaden. Ich habe doch vorhin die ganzen Medaillen eingesetzt. Ich müsste doch Schaden machen zum Abwinken. Schrecklich. Okay, sammelt euch mal alle. So ist brav. Und einer mit Schild mittendrin. Der dürfte seinem Schild wohl los sein. Gut, der hat's essen. Könntet ihr bitte einfach alle sterben? Das wäre mir eine große Hilfe. Würdest du dann mal bitte tot sein? Danke. Sterbt! Ich könnte auch mal ein paar andere Angriffe machen. Ja, so ist nicht. Zack. Sieht mal ein bisschen schöner aus, oder? Als immer das Gleiche machen. Bautz!